Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 71, die erste Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz über die Musikschulen im Lande Hessen, Hessisches Musikschulgesetz, H-Musikschule G. Das ist die Drucksache 4221/20. Die vereinbarte Redezeit sind 7,5 Minuten und zur Einbringung hat sich Herr Degen von der SPD-Fraktion gemeldet. Bitte sehr, Herr Degen. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 2018, zusammen mit der Landtagswahl, wurde das Staatsziel zum Schutz und zur Förderung der Kultur in der Verfassung des Landes Hessen verankert, meine Damen und Herren, mit großer Mehrheit. Und das halten wir ausdrücklich für richtig. Aber die Realität der Kulturfinanzierung in Hessen wird diesem Staatsziel bisher nicht gerecht. Kultur in Hessen ist unterfinanziert, nicht nur im Bereich der Musik und der Musikschulen, auch in zahlreichen anderen Bereichen. Aber hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf bei den Musikschulen. Deswegen bringen wir unter anderem diesen Gesetzentwurf ein. Wir wollen, dass musikalische Bildung gestärkt wird, weil sie Kreativität fördert, weil sie den Teamgeist fördert, weil, wenn junge Leute oder auch Ältere gemeinsam musizieren, sie lernen, sich aufeinander abzustimmen und feststellen, was sie alles gemeinsam Schönes erreichen können, wenn sie das im Team tun oder auch alleine. Wir stärken damit Integration, denn musizieren kann jede und jeder, selbst unabhängig von der Sprache, die sie oder er spricht. Wir wollen, dass Nachwuchs gefördert wird für vielleicht die Amateurmusik, für die großen Bühnen oder einfach auch nur für das Musizieren zu Hause. Wir wollen damit Bildung stärken und die kulturelle Vielfalt absichern. Meine Damen und Herren, musikalische Bildung darf kein Luxus sein. Und das ist sie aber in Teilen in Hessen. Denn gerade im Bereich der Musikschulen sind Elternbeiträge viel zu hoch. Außerdem sind die Arbeitsbedingungen zum Teil prekär. Nicht, weil die Musikschulen das irgendwie wollen oder gut finden. Im Gegenteil. Aus der Not heraus, weil Elternbeiträge nicht noch weiter gesteigert werden können oder sollen oder wollen, weil leider von Landesseite die Finanzierung bundesweit mit am schlechtesten ist. Deswegen können oft nur Honorarverträge vergeben werden und keine vollen Stellen. Und das führt dazu, dass Menschen, die zum Teil 40 Jahre lang unterrichten im Bereich der Musik, dass die am Ende mit 700 € Rente rausgehen, auf Grundsicherung angewiesen sind, weil sie eben mit ihren vielfältigen Beschäftigungsverhältnissen oft überhaupt nur einmal sozialversicherungspflichtig dabei beschäftigt sind, meine Damen und Herren. Und all das führt dazu, dass wir einen Fachkräftemangel im Bereich der Musik haben, gerade auch, weil auch an Schulen Musiklehrer fehlen und eben die Konkurrenz sehr groß ist und manch einer sagt, dann nehme ich lieber den TVH-Vertrag an der öffentlichen Schule als hier an der Musikschule. Und das ist ein großes Problem. All dies, meine Damen und Herren, wollen wir ändern. Und ich weiß auch, das will ich durchaus anerkennen, dass das Land Hessen mit dem Haushalt 2020 auch einmal ein bisschen was draufgesattelt hat. Aber den Musikschulen fehlt die Perspektive. Man kann das wunderbar, auch wenn es ein bisschen inzwischen besser sein wird, an den Zahlen von 2019 festmachen, das Jahrbuch der Musikschulen in Deutschland 2019 herausgeben. Da ist ganz klar zu sehen, dass Hessen im Jahr 2019 mit Unterrichtsgebühren die Eltern mit fast 60% belastet hat. Das hat kein anderes Bundesland in Deutschland in so einem hohen Maße eine Elternbeteiligung. Das muss sich ändern für die Chancengleichheit, für die Teilhabe. Und gleichzeitig waren 2019 die öffentlichen Mittel, das heißt das Land, aber auch die Kommunen, wobei die Kommunen einen deutlich höheren Anteil leisten, war dieser Anteil mit 34,77% der zweitschlechteste eben in Deutschland. Andere Länder, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, liegen die öffentlichen Mittel bei 71,9%.
und in vielen anderen auch über dem, was wir in Hessen tun. Deswegen ist der Handlungsbedarf sehr groß, meine Damen und Herren. Und wir haben deswegen mit diesem Gesetz wollen wir einen Pfad definieren, einen Rechtsanspruch schaffen, denn bisher gibt es keinen Rechtsanspruch in Hessen. Am Ende hängt alles von dem Haushalt auch ab und der Verfügbarkeit. Und wir wollen einen Rechtsanspruch schaffen und wir sagen, wir wollen eine Perspektive aufzeigen, wohl wissend, dass immer sorgsam mit dem Geld der Steuerzahler umzugehen ist. Deswegen definieren wir einen Pfad über 10 Jahre, in dem wir sagen, wir wollen, dass am Ende dieser 10 Jahre der Landesanteil bei 1/3 liegt, damit optimalerweise dann 1/3 Land, 1/3 Kommunen und 1/3 Eltern sich eben an der Finanzierung der musikalischen Bildung beteiligen. Diesen Pfad wollen wir jetzt definieren und dazu dieser Gesetzentwurf mit dem Bereich der Förderung. Es geht aber in diesem Gesetzentwurf, diesem Musikschulgesetz, nicht nur um Geld, meine Damen und Herren. Es geht auch einfach um die Absicherung von Qualität. Wir wollen eine staatliche Anerkennung von Musikschulen schaffen, indem wir deutlich machen, dass wir wollen, dass eben klar ist, es muss ein breites Angebot da sein an Instrumenten und an überhaupt musikalischen Angeboten. Es muss Früherziehung stattfinden. Es muss auch Gesangsunterricht dabei sein. Es muss auch Ensemblefächer geben. All das wollen wir festschreiben für die staatliche Anerkennung. Genauso wie einfach Mindeststandards im Bereich des Personals, in der Leitungsfunktion, wo gewisse Standards vorhanden sein müssen, bei den Lehrkräften mit ihrer Ausbildung, aber auch beim Gehalt und bei den Arbeitsbedingungen, wie Regelungen zu Urlaub. Das alles wollen wir damit auch festschreiben und entsprechend für gute Arbeitsbedingungen an den hessischen Musikschulen dafür sorgen, meine Damen und Herren. Wir haben erst gestern über den Haushalt beraten, über Einzelpläne. Und ich will ein Beispiel nennen. Bei den Ersatzschulen ist es ganz selbstverständlich, dass im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung die Förderung um mehrere Millionen Euro steigen soll im nächsten Jahr. Und das machen wir deswegen, weil wir uns damit einmal gebunden haben mit einem Gesetz, aber auch aufgrund des Sonderungsverbots, das die Verfassung vorsieht. Solch ein Sonderungsverbot gibt es für die Musikschulen nicht. Nicht formal. Aber ich halte es für richtig, dass wir auch da unserer Verantwortung nachkommen und eben eine, mit unserer Verpflichtung des Landes hier ordentlich mitzufinanzieren, auch dazu beitragen, dass es eben solch eine Sonderung eben auch im Bereich der Musikschulen nicht gibt. Und damit, glaube ich, würden wir mit diesem Gesetz einen guten ersten Schritt leisten. Ich freue mich auf die Beratungen dazu und glaube, dass wir da ein gutes Zeichen setzen können eben für mehr Chancengleichheit in Hessen, für mehr kulturelle Teilhabe an der Bildung, für gute Arbeitsbedingungen, für auch musikalische Grundversorgung im Stadt und auf dem Land und für musikalischen Nachwuchs. Die Beratung und Ihre Unterstützung. Danke schön, Herr Degen. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Dr. Grobe gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Derzeit liegen coronabedingt praktisch alle kulturellen Angebote danieder. Dies scheint auch der Grund zu sein, dass die SPD diesen Gesetzentwurf gerade jetzt einbringt. Es geht wieder einmal um einen Schaufenstergesetzentwurf zur Ruhigstellung der noch verbliebenen Restklientel, mehr nicht. Denn dass die Situation der Musikschulen und Musiklehrer nicht sonderlich gut ist, ist seit langem bekannt. Doch weder Regierung noch die Altoppositionsparteien haben diesen bislang in Hessen einen hohen Stellenwert beigemessen. Selbst sehen wir hier Unterstützungsbedarf, denn auch der Alternative für Deutschland geht es um den Erhalt und den Ausbau der deutschen Musikkultur. Dies gilt neben der Stärkung des Status der Musikschulen auch für die Verbesserung der Vergütung ihrer Lehrkräfte sowie der Präzisierung ihrer Aufgaben. Nicht von ungefähr hat bereits die thüringische AfD-Fraktion im März 2019 einen ähnlichen Gesetzentwurf eingebracht und Vorschläge unterbreitet. Und denken Sie, dass Ihre Genossen diesen unterstützt haben? Natürlich nicht. Und hier zeigt sich Ihre Doppelmoral und dass es Ihnen nur um kurzfristige Aufmerksamkeit geht.
Zur Stärkung der Musikkultur würden wir aber einen anderen Punkt ansetzen, und zwar beim Musikunterricht. Und zwar sollten die Musikschulen stärker mit den Schulen kooperieren, indem sie ihre Lehrkräfte an Schulen abordnen bzw. ihre sächlichen Mittel in Form von Musikinstrumenten, Räumen usw. so in stärkerem Maße als bisher zur Verfügung stellen. Dafür wäre es zielführend, die Musikschulen aus dem Zuständigkeitsbereich des Wissenschaftsministeriums ins Kultusministerium umzusiedeln oder umzuwechseln. Dies dürfte eigentlich kein Problem darstellen, da Musikschulen keinen erkennbaren wissenschaftlichen Anspruch erheben. Sie dienen vielmehr primär dem Erwerb manuell praktischer Fertigkeiten. Insgesamt wäre es sinnvoller, wenn man die Musikschulen im Rahmen eines allgemeinen Kulturförderungsgesetzes berücksichtigen würde. Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf der SPD enthält nicht wenige formale und inhaltliche Mängel, sodass wir diesen nur ablehnen können. Lassen Sie mich daher einige offene Fragen aufwerfen. Wie lautet die sachliche Begründung für die angegebene Untergrenze für erteilte Unterrichtsstunden als eine der Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status staatlich anerkannte Musikschule? Warum wird für das Amt des Leiters einer Musikschule nicht explizit ein erworbener akademischer Abschlussgrad in einer hierfür einschlägigen wissenschaftlichen Disziplin vorausgesetzt? Wie kommt der zusätzliche Förderbetrag von 2 Millionen Euro pro Jahr ab 2021 zustande? Und wie wird der grundständige Förderbetrag in Abhängigkeit der angemeldeten Schüler und erteilten Unterrichtsstunden genau ermittelt? Welchen Umfang an der Gesamtförderung bzw. den Gesamtkosten der Musikschulen entsprechen die Mittel für die Förderung von Projekten für sozial benachteiligte Kinder? Es bleibt völlig unbestimmt, anhand welcher Kriterien die Höhe des Niveaus für den Monats- und Jahresgebühr zur Gewährleistung demokratischer Chancengleichheit zu ermitteln ist. Und ich könnte noch weitere Punkte auflisten, die zeigen, dass der SPD-Gesetzentwurf ein Schnellschuss ist. Letztlich zeigt sich, dass die rechtliche Ausgestaltung unzureichend ist, weil wesentliche Formulierungen des Gesetzentwurfs unbestimmt sind. Uns kommt es zudem vor, dass die SPD hier, Kollege Degen, als Präsident des Hessischen Musikverbandes die Partikularinteressen eines Verbandes unter dem Deckmantel seiner besonderen Förderwürdigkeit zu einem hierfür taktisch günstigen Zeitpunkt parlamentarisch auf den Schild heben möchte. Kurz gesagt, es stinkt nach Klüngelei. Aus diesem Grund werden wir diesen Gesetzentwurf nicht unterstützen. Vielen Dank. Danke, Herr Grobe. Als nächstes hat sich Herr Kahn fraktionslos zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, würden wir jetzt als Vorspiel zum Gesetzentwurf der SPD etwa das Prälude von Richard Wagners Oper Lohengrin hören? Wir wären uns schnell einig, weil Musik uns auf besondere Art und Weise verbindet, zumindest diejenigen, die etwas für Kultur übrig haben. Musik lässt uns begreifen, was manchmal nur schwer in Worte gefasst werden kann. Musik ist weit mehr als bloßer Ersatz für das Nichtsagbare in Worten. Sie ist Nahrung für unsere Seele und sie ist Begleiter unserer Träume. Musik bietet uns auch eine emotionale Schutzzone vom ersten Wiegenlied bis zum Lebensende und dazwischen bildet Musik unsere Persönlichkeit. Anerkannte Musikschulen leisten hier einen sehr wertvollen Beitrag. Musik schärft die Sinne, das Erlernen und Spielen eines Instruments stärkt die Persönlichkeit eines jeden Menschen. Darüber hinaus, Musik ist die Wurzel aller übrigen Künste, so Heinrich von Kleist. In Hessen unterrichten 66 öffentliche Musikschulen rund 115.000 Kinder und Jugendliche in 120 Städten und Gemeinden. Gerade einmal 34% dieser Lehrkräfte in der Regel mit Hochschulabschluss befinden sich in Festanstellung. Das ist gewiss kein guter Wert. Die Finanzierung der öffentlichen Musikschulen setzt sich zu 61-80% aus Beiträgen der Schüler bzw. ihrer Eltern und zu 20-39% aus Förderung durch die öffentliche Hand zusammen.
Hessen steht bei der Förderung von Musikschulen im bundesweiten Vergleich nicht vorne. Der Gesetzentwurf der SPD will hier abhelfen, und das ist gut so. Deshalb ist der Gesetzentwurf der SPD zur Anerkennung und Förderung von Musikschulen sehr zu begrüßen, damit möglichst vielen Kindern, unabhängig von ihrer Herkunft, die Möglichkeit zum Erlernen eines Instruments, der Entwicklung ihrer Gesangsstimmen oder des musikalischen Miteinanders eröffnet wird. Musikschulen, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, Gott hat uns die Zeit gegeben, aber von Eile sprach er nichts. Aber ich komme zum letzten Satz. Ich schließe mit Beethoven, Mozart und Brahms. Sie alle haben eines gemeinsam. Ihre musikalische Ausbildung begann in frühem Kindesalter. Wohlan, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kahnt. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Dr. Naas gemeldet. Weiß ich nicht, Frau Kollegin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, muss dem Kollegen Grobe leider widersprechen. Also, das ist nun wirklich kein Schaufenstergesetzentwurf, denn dieser Gesetzentwurf hat wirklich Substanz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, es ist auch hier unbestritten, dass dieser Gesetzentwurf zu den Musikschulen wirklich einen wunden Punkt mal aufgreift, nämlich die Frage, ist das eine Bildungseinrichtung, was wir glauben, oder ist das eine Freizeiteinrichtung, wie die Landesregierung manchmal glauben macht? Denn sie hat ja die Musikschulen zunächst mal Anfang des Jahres als Freizeiteinrichtungen behandelt und dementsprechend geschlossen. Und es ist der Opposition zu verdanken, dass in der Corona-Krise dann die Musikschulen wieder öffnen konnten, nämlich als Bildungseinrichtungen. Es geht hier um Bildung. Es geht nicht nur darum, dass jedes Kind ein Instrument lernt, sondern es geht am Ende um ästhetische Bildung auch, und es geht damit auch um Allgemeinbildung. Und wenn Musik etwas ist, dann ist Musik international, und insofern kann ich diese Deutschtümelei auch wieder nicht verstehen, dass hier irgendwas wieder von deutscher Musik vorgetragen wird. Das ist so weit weg aus dieser Welt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das uns auch, glaube ich, immer trennen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte kurz darauf eingehen, dass natürlich die Musikschulen, und das hat der SPD-Antrag und der Gesetzentwurf sehr gut zutage gefördert, unterfinanziert sind. Hessen da Schlusslicht ist, teilt sich den letzten Platz mit einem anderen Bundesland. Und ich bin sehr dafür, dass es endlich Planungssicherheit gibt für die Musikschulen, dass es eine Transparenz gibt, dass es eine Vergleichbarkeit gibt. Auch das macht diesen Gesetzentwurf notwendig. Leider, ich muss an dieser Stelle etwas Wasser in den Wein gießen, leider ist der SPD an der einen oder anderen Stelle dann doch der Regelungsgaul mal wieder durchgegangen. Ich kann Ihnen das nicht ersparen. Bei Ihnen ist natürlich gleich wieder drin, dass es eine Festanstellung sein muss, dass es eine Urlaubsregelung geben muss, dass die Gehälter dem öffentlichen Dienst entsprechen müssen, dass die Schulgebühren gestaffelt sein müssen, entsprechend zum Einkommen der Eltern. Da würden wir vielleicht noch einmal den einen oder anderen Änderungsantrag uns vorbehalten. Insgesamt ist das aber ein sehr diskussionswürdiger Gesetzentwurf, und wir freuen uns auf die Beratung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Herr Naas. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Schmidt gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 250 Jahren notierte Mozart in sein Tagebuch gar nichts erlebt, auch schön. Ich wünschte, das könnten wir in diesem Jahr, dem Corona-Jahr 2020, auch genauso sagen. Aber leider ist das nicht so. In der Krise haben wir erlebt, wie gefährdet der gesamte Kulturbereich ist. Und deshalb haben wir mit einem umfassenden Unterstützungspaket auf diese Herausforderung reagiert. Wir haben Künstlerinnen und Kulturschaffenden das Weiterarbeiten ermöglicht. Wir haben die Verluste von Großveranstaltungen kompensiert. Wir haben Spielstätten ermöglicht, dass sie Hygienemaßnahmen umsetzen können. Wir haben viele innovative künstlerische Projekte unterstützt. Und weil die erneuten Schließungen ein großer Rückschlag für die Kultur sind, sind wir gerade dabei, weitere Instrumente zu entwickeln.
Und was haben Sie gemacht, sehr geehrte Damen und Herren von der SPD? Sie haben mit Ihrer Entscheidung, das Sondervermögen abzulehnen, auch die Unterstützung von vielen kulturschaffenden Künstlerinnen und Künstlern, Festivals und Kultureinrichtungen in Hessen gestimmt. Umso mehr wundert es mich jetzt, dass Sie am Ende dieses Jahres einen Gesetzentwurf vorlegen, in dem Sie eine Erhöhung der Förderung der Musikschulen in den nächsten 10 Jahren um 20 Millionen Euro fordern, ohne einen Vorschlag zu machen, woher das Geld denn kommen soll. Aber vielleicht erst einmal eines vorweg. Dass unsere Musikschulen in Hessen, sowohl die kommunalen als auch die privaten, einen essentiellen Bestandteil unserer hessischen Kultur- und Bildungslandschaft sind, steht außer Frage. Und ja, Musikschulen sind keine Freizeiteinrichtungen. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen. Sie sind Bildungs- und Kultureinrichtungen, Orte für Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität, Entdeckung der eigenen Fähigkeiten, Orte der Integration, des Aufzeigens, des Aufeinanderzugehens, der Öffnung für Unbekanntes und des Ortes Miteinanders. Sie beziehen sich auf die Verfassung des Landes Hessens, Kultur als Staatsziel. Da bin ich bei Ihnen. Kultur genießt den Schutz und die Förderung des Staates, der Gemeinden und der Gemeindeverbände. Das haben Sie unterschlagen. So heißt es nämlich dort. Und hier haben wir gleich den ersten Knackpunkt. Denn schaut man sich Ihren Gesetzentwurf genauer an, stellt man fest, dass dort zwar über viele Pflichten des Landes zu lesen ist, aber nichts über die Pflichten der Kommunen. Auch definieren Sie im Gesetz über die Förderung der Musikschulen den Kostenanteil des Landes sehr genau, während Sie lediglich davon sprechen, dass sich die Kommunen angemessen an den Gesamtkosten für die Musikschulen beteiligen sollen. Damit, hören Sie ruhig zu, damit entlassen Sie die Kommunen aus ihrer Verantwortung. Und deshalb ist der vorgelegte Gesetzentwurf von Ihnen nicht nur einseitig, sondern auch unvollständig. Augenblick mal, Frau Schmidt. Vielleicht höre ich Ihre Uhrzeit nicht mehr so gut, aber es wird schwieriger, die Rednerin zu hören. Ein bisschen mehr Ruhe im Raum wäre angemessen. Bitte. Natürlich ist es unser Ansatz, Musikschulen zu unterstützen, und das tun wir auch. Seit 2015 haben wir die Mittel kontinuierlich erhöht. Genau genommen in den Jahren 2014 bis 2017 von 1,8 auf 2,6 Millionen und 2020 noch einmal um 650.000 Euro. Aber in erster Linie sind es eben die Kommunen, die für die Musikschulen zuständig sind. Das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Und die Kommunen leisten hier bereits ihren Anteil. Und dabei muss es auch bleiben. Deshalb gibt es seit einiger Zeit bereits Gespräche zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dem Hessischen Städtetag und dem Landesverband der Hessischen Musikschulen. Denn es genügt eben nicht, einfach nur die Mittel zu erhöhen oder das Land in die Pflicht zu nehmen. Nein, musikalische Bildung braucht Perspektiven. Und das haben Sie selbst gerade gesagt, Herr Degen. Ja, musikalische Bildung braucht Perspektiven. Und diese Perspektiven können wir nur gemeinsam als Land mit den Kommunen schaffen. Ein Punkt liegt mir noch besonders am Herzen. Sie suggerieren in Ihrem Gesetzentwurf, dass wir sozial schwache Kinder und Jugendliche von der Teilhabe am Musikunterricht ausschließen. Das ist so nicht richtig. Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket werden Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien unterstützt, um ihnen die Teilhabe an kultureller Bildung zu ermöglichen. Musikunterricht ist hier explizit erwähnt. Wenn Ihnen also die kulturelle Bildung so wichtig ist, wie es den Anschein haben soll, sollten Sie sich bei Ihren Kolleginnen und Kollegen im Bund dafür einsetzen, dass diese Leistungen auch endlich erhöht werden. Wir nehmen die musikalische Bildung in Hessen sehr ernst. Deshalb beschränkt sich unsere Unterstützung nicht nur auf die Musikschulen, sondern wir haben auch zahlreiche Amateurverbände und Vereine im Blick, die für das kulturelle Leben in Hessen von besonderer Bedeutung sind. Das, sehr geehrter Herr Kollege, sollten Sie als Präsident des Hessischen Musikverbands eigentlich wissen.
Oder wir stärken unsere Jugendorchester und Ensembles bei der gezielten Begabtenförderung von Kindern und Jugendlichen. Mit unserer Landesmusikakademie haben wir einen Ort geschaffen, an dem nicht nur Tagungen und Proben stattfinden, sondern auch qualifizierte Fort- und Weiterbildungen. Nicht zuletzt liegt uns unsere Musikhochschule besonders am Herzen, die wir nicht nur im Rahmen des Hochschulpaktes bei der Verbesserung von Qualität und Lehre unterstützen, sondern auch mit einem Neubau. Sie sehen also, dass wir an dieser Stelle nicht wirklich Nachhilfe benötigen. Wenn Ihnen das Thema also wirklich so wichtig gewesen wäre, hätten Sie den Gesetzentwurf schon längst eingebracht und nicht erst auf den letzten Drücker in der letzten Sitzung dieses Jahres mit Aufruf der Tagesordnung um 23 Uhr. Dann hätten wir längst ernsthaft darüber diskutieren können. So wirkt die Einbringung. Jetzt hören Sie doch endlich einmal zu. Wie purer Aktionismus, der Sache nicht gerecht wird. Sie wollten hier ein Weihnachtsgeschenk machen für die Kommunalwahl, haben aber in der Sache den Zeitpunkt einfach verpasst und der Sache damit einen Bärendienst erwiesen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und vielen Dank. Danke, Frau Schmidt. Für die Fraktion Die Linke hat sich Frau Kula zu Wort gemeldet. Und ich bitte noch einmal um ein bisschen mehr Ruhe im Raum. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, also angemessen fand ich jetzt den Redebeitrag gerade nicht unbedingt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist spät, wir sind alle müde. Aber wenn man so einen Gesetzentwurf sieht und man eigentlich, ich würde sogar den Grünen unterstellen, dass sie wissen, dass es da ein Problem gibt, dann so einen Redebeitrag hier abzuliefern, ich glaube, da gucken sich die entsprechenden Menschen sich den auch mal an und denken sich dann auch ihren Teil. Eins steht fest, beim Thema Musikschulfinanzierung muss sich in Hessen etwas bewegen. Musikschulen begreifen sich selbst als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie sind ein sozialer Betrieb, erfüllen einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie sind für alle Menschen offen, die ein Instrument oder Singen lernen wollen, und sie wollen ihre Lehrkräfte und ihre gute Arbeit angemessen entlohnen. Das ist das Selbstverständnis, das aber in Hessen durch fehlende Unterstützung der öffentlichen Hand immer weiter ausgehöhlt wird. Hessen belegt den vorletzten Platz aller Bundesländer beim Anteil der öffentlichen Mittel an der Gesamtfinanzierung der Musikschulen. Deswegen ist die Eigenbelastung der Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern im Bundesvergleich hier besonders hoch. In Hessen tragen die Privathaushalte... Frau Kula. Herr Bellino, die Gespräche werden für mich nicht schwerer zu hören, wenn sie hier stattfinden. Frau Kula, ja. Sie haben das Wort. Genau, deswegen ist die Eigenbelastung der Schülerinnen und Schüler im Bundesvergleich hier besonders hoch. In Hessen tragen die Privathaushalte im Durchschnitt 64% der Gesamtkosten ihrer Musikschule. Im Vergleich deutschlandweit sind es 50%. Und das führt dazu, dass Musikschulen die Wahl haben, ob sie weiter an der unsozialen Gebührenschraube drehen, die ihr soziales Selbstverständnis angreift, oder ob sie ihre Lehrkräfte befristet und schlecht bezahlt beschäftigen wollen. Das Land Hessen und die Kommunen tragen hier die Verantwortung, die Musikschulen angemessen auszustatten, damit diese zynische Logik der Unterfinanzierung endlich ein Ende hat. Die den öffentlichen Musikschulen zur Verfügung stehenden Mittel für Honorare zwingen die Lehrenden in prekäre Lebensverhältnisse ohne soziale Absicherung. Das führt zu einem erheblichen Fachkräftemangel. Die examinierten Musikschullehrer wandern in andere Bundesländer ab, und darunter leidet die Qualität des Unterrichts. Eine bessere und angemessene Bezahlung der Musikpädagogen und Musikpädagoginnen wäre ein wichtiges Ziel. Doch das Nachwuchsproblem an Musikerinnen und Musikern spürt nicht nur die Musikschule. Musikunterricht an Grundschulen gehört mittlerweile zu den Mangelfächern. Deutschlandweit steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen,
die ein Musikschulangebot nutzen, seit Jahren kontinuierlich an. Das ist ja auch eine gute Sache. In Hessen waren es 2019 fast 120.000 Kinder und Jugendliche. Aber insbesondere die frühkindlichen Angebote könnten unserer Meinung nach noch besser ausgebaut werden. Lediglich etwa 5.000 Kinder unter 4 Jahren nehmen an frühkindlichen Musikangeboten der Musikschulen in Hessen teil. Ziel muss es doch sein, jedem Kind zu ermöglichen, musikalische Bildung unabhängig vom Geldbeutel der Eltern in Anspruch nehmen zu können. Und es gab auch in den letzten Jahren verschiedene Projekte, die auch gut waren, Jeki zum Beispiel, und Erfahrungsberichte der Teilnehmenden waren da auch immer positiv. Nicht selten sind Kinder so zum ersten Mal mit Musikinstrumenten überhaupt in Berührung gekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man eine Verbesserung der Finanzlage der Musikschulen auch langfristig regeln kann. Und die SPD schlägt hierfür ein eigenes Musikschulgesetz vor. Ich meine, das kann man natürlich so machen. Allerdings führt ein eigenes Gesetz nicht automatisch dazu, dass die öffentliche Finanzierung auch bedarfsgerecht ist. Sachsen und Brandenburg zum Beispiel haben eigene Musikschulgesetze. Dort müssen Eltern trotzdem noch ganz schön tief in die Tasche greifen. Der Gesetzentwurf sieht hier vor, den Musikschulen ab 2021 2 Millionen € jährlich zur Verfügung zu stellen, die progressiv dann anwachsen sollen, bis die Landesfinanzierung 1/3 des gesamten Finanzierungsbedarfs entspricht. Die anderen 2/3 sollen dann die Kommune und die Eltern zu gleichen Teilen tragen. Das wäre in der Tat eine deutliche Verbesserung zur aktuellen Lage. Ich frage mich allerdings so ein bisschen, was mit den 2 Millionen €, also woher sozusagen der Betrag kommt und ob dadurch dann wirklich ab nächstem Jahr die Arbeitsbedingungen verbessert werden können und die Gebühren auch schon sinken. Aber das müssen wir dann eben in der Anhörung besprechen. Aus dem Bauch heraus würde ich vielleicht auch sagen, dass es vielleicht auch zielführender ist, eine Dynamisierung ohne eine Obergrenze zu haben. Weil wenn man bei dieser Drittellösung ist es ja schon so, wenn die Gesamtkosten irgendwie steigen, dann steigt dann natürlich trotzdem immer noch die Gebühr, die Eltern dann tragen müssen. Deswegen muss man darüber auf jeden Fall diskutieren. Und ich will mal einen Gedanken, der vielleicht utopisch erscheint, aber vielleicht ist es auch unsere Aufgabe, mal reinbringen. Wenn man Musikschulen wirklich als Teil der öffentlichen Bildungsstruktur versteht, muss man vielleicht auch überlegen, ob man nicht irgendwann dahin kommen will, dass Eltern gar keine Gebühren mehr zahlen sollen, sondern Kommunen und das Land die kompletten Kosten übernehmen. Aber wie gesagt, das ist auch eine Frage, in der wir in der Anhörung diskutieren können. Das Ziel des Gesetzesvorhabens der SPD teilen wir auf jeden Fall ausdrücklich. Und ja, wir freuen uns auf die Anhörung. Und ich will noch einmal sagen, aus einer eigenen Perspektive, ich war auch in der Musikschulband, also da war nichts mit Wagner und Bach, wir haben da AC/DC, Rammstein und Gott weiß was irgendwie geschrammelt in der Band. Also jeder hat ja auch seine eigene Vorstellung, wie so eine Musikschule zu funktionieren hat. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Nächster Redner ist der Abgeordnete Andreas Hofmeister für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, spät am Abend ein unbenommen wichtiges Thema. Die Musikschulen in unserem Land, wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen. Schade, dass so spät am Abend darüber diskutiert wird. Und ja, ich weiß aus eigenem Erleben selbst um den Wert von Musik und vor allem auch um die Bedeutung von öffentlichen Musikschulen. Ich durfte dort Geige spielen lernen als Kind, als Jugendlicher, habe mir das auch bis heute bewahrt. Und ja, das prägt, das sind Fähigkeiten, die man ein ganzes Leben lang in verschiedenster Form auch wirklich für sich nutzen kann. Und deshalb ist es so, dass natürlich die Musikschulen eine hohe Bedeutung haben, und zwar für alle Altersklassen an der Stelle, aber natürlich gerade auch für den Bereich der frühkindlichen, kindlichen Bildung mit tollen Angeboten. Und ich bin sehr froh, dass ich meine Kreismusikschule in Limburg als Schatzmeister des Fördervereins nun schon seit einigen Jahren auch im Ehrenamt unterstützen kann. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, fast 70 öffentliche Musikschulen, die im Verband der Musikschulen im Landesverband Hessen organisiert sind, bieten tolle Angebote mit ihren rund 3.000 Lehrkräften, etwas um die 120.000 Schülerinnen und Schülern. Das ist eine beeindruckende Zahl und zeigt auch die Relevanz für als Bildungs- und Kultureinrichtungen dieses Landes. Und die Lehrkräfte, ja, die Musikschullehrerinnen und Lehrer,
Die haben neben der Frage der Beschäftigung auch durchaus noch etwas anderes. Das ist nämlich die Frage der Wertschätzung. Aber die Wertschätzung fängt auch durchaus gesellschaftlich an, weil es mitunter heißt, naja, du machst doch Musik, ist doch schön. Also da ist mitunter auch mal die Frage schon zu Beginn zu stellen, inwieweit man gesellschaftlich auch die Frage der Musikschulen, der Anerkennung der Leistung der Musikschulen noch weiter heben kann und auch dieses Bewusstsein in den Kommunen, bei den kommunalen Trägern durchaus auch noch mal zu verstärken. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Strukturen, wenn man sich mal die Zahlenwerke anschaut, wie viel Landesanteil, wie viel Beiträge von Seiten der Eltern an Unterrichtsgebühren beispielsweise geleistet werden und wie viel dann jeweils Kommunen leisten. Da ist auch noch einiges zu tun. Deshalb hat auch Frau Kollegin Schmidt durchaus recht in der Frage, man darf die Kommunen an der Stelle nicht aus der Verantwortung entlassen. Und ja, wir haben mit den Musikschulen ein tolles, breites Angebot. Von musikalischer Früherziehung über die Grundausbildung bis hin zur Breiten- und Begabtenförderung im Instrumental- und Gesangsunterricht. Ich will aber auch an der Stelle nicht vergessen, Inklusionsangebote. Ich denke da an meine Musikschule auch hier in Limburg mit dem Ensemble Trotzdem für Menschen mit Beeinträchtigungen, die Jahr für Jahr beim Jahreskonzert ganz tolle Auftritte hinlegen und wo man einfach sieht, was Musik möglich macht. Und auch diesen Beitrag darf man dort nicht vergessen. Und sie sind nicht zuletzt die Musikschulen Partner zahlreicher allgemeinbildender Schulen und sind auch auf dem Weg, diese Kooperation noch weiter auszubauen. Und da gilt es auch, herzlichen Dank zu sagen an die Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer, die hier tolle Arbeit abliefern. Und das, was die SPD hier im Gesetzentwurf aufwirft, ist ja in der Tat keine neue Erkenntnis. Die Frage einer Drittelfinanzierung wird schon häufiger natürlich thematisiert und gestellt. Und ja, die Frage, dass Unterrichtsgebühren, Elternbeiträge an Grenzen stoßen, das ist ein Thema, was uns auch als Koalition schon geraume Zeit beschäftigt. Und auch wiederum die Frage der teilweise sehr unterschiedlichen Beiträge der Kommunen. Und Herr Kollege Degen hat es ja zumindest anerkannt, teilweise, dass ja durchaus schon einiges passiert ist, dass ein gewisser Weg eingeschlagen wurde in der Frage des Landesanteils, der Landesmittel aus 2014 kommen von 1,8 Millionen Euro über 2,6 Millionen Euro in 2017. Und mittlerweile sind wir mit dem Haushalt 2020 deutlich über die 3-Millionen-Grenze gegangen. Und dieser Weg wird auch nicht zu Ende sein, sondern wird auch fortgesetzt und gibt dann eben entsprechend auch Perspektive den Verantwortlichen an den Musikschulen. Das ist unser klares Ziel als Koalition von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, um damit auch dann eben unseren Musikschulen und deren Beschäftigten weiter aufzuzeigen, dass sie es wert sind und dass sie eine tolle Arbeit leisten. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ja, dringlicher Gesetzentwurf, 3 Monate vor der Kommunalwahl, es drängt sich so ein kleiner Verdacht auf, dass man hier in der Tat noch einmal ein bestimmtes Zeichen setzen will, sei Ihnen gestattet, ist in Ordnung. Wir werden in engem Gespräch mit dem VDM, mit den Kommunen mit den kommunalen Vertretungen dafür sorgen, dass die Musikschulen in diesem Land weiter gestärkt werden. Und ansonsten sage ich an der Stelle, dass voraussichtlich die letzte Rede hier an diesem Pult für 2020 für mich war, trotz der herausfordernden Zeiten ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen Start und ein hoffentlich dann gesundes Jahr 2021. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hofmeister. Dafür bedanken wir uns alle sehr. Ich darf jetzt für die Landesregierung der Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, der Kollegin Dorn, das Wort erteilen. Ich habe es leider nicht verstanden. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Musikschulen leisten tatsächlich einen unverzichtbaren Beitrag zur Nachwuchsarbeit, zur kulturellen Bildung, zur kulturellen Vielfalt, Gemeinschaft und Kunst vereint. Und gleichzeitig sind sie in ganz vielen Regionen eine Anlaufstelle für tolle Konzerte, für Veranstaltungen, insofern nicht wegzudenken aus unserer Musiklandschaft. Und insofern, der Abgeordnete Degen hat es aus meiner Sicht ganz wunderbar beschrieben und der Abgeordnete Hofmeister. Mir ist an einer Stelle schon noch etwas wichtig zu sagen, Herr Grobe. Der Abgeordnete Degen ist ehrenamtlich tätig bei dem Hessischen Musikverband. Da geht es um ehrenamtlich getragene Musikkultur. Und wie man ihn hier darstellen kann als einen Lobbyisten, das empfinde ich wirklich extrem schwierig. Weil wir reden hier über den Zusammenhalt in unserem Land.
um einen wahnsinnig wichtigen Einsatz für kleine Vereine. Und auch wenn ich dem Gesetzentwurf so dann nicht entsprechend zustimmen kann, möchte ich schon sagen, dass dieser Gesetzentwurf mit viel Herzblut entsprechend entstanden ist und dass es ein Interesse ist, was man durchaus auch nachvollziehen kann, dass man sich dafür einsetzt. Klar ist auch, wir haben in Hessen eine Herausforderung, die Musikschulen finanziell besser auszustatten. Die Herausforderung haben wir, und die haben wir als Koalition auch erkannt, diese Herausforderung, und steuern seit 2005 entgegen. Die Zahlen wurden genannt. 1,8 Millionen € waren es in der letzten Legislaturperiode, die wir auf 2,6 Millionen € gesteigert haben. Jetzt im Haushalt 2020 nochmal 650.000 €. Wir haben das Ziel, bis 2023 die Mittel zu verdoppeln. Insofern sehen Sie, dass wir dort tatsächlich tätig sind. Aber, und das kann ich den Abgeordneten Schmidt und Hofmeister nur zustimmen, wir tragen die Verantwortung nicht alleine. Es ist richtig, wir sind unter dem Bundesschnitt. Das kann uns nicht zufrieden machen, aber wir sind gemeinsam unter dem Bundesschnitt, nämlich das Land, aber auch die Kommunen. Und wenn beide unter dem Bundesschnitt sind, müssen auch beide gemeinsam über den Bundesschnitt kommen. Das ist unser Ziel, aber wirklich gemeinsam. Da kann man den einen nicht rauslassen. Ganz rauslassen will der Abgeordnete Degen Sie ja auch nicht. Sie sagen, es geht um eine Drittelfinanzierung. Das habe ich schon verstanden. Das Problem ist, im Gesetz steht aber nur etwas von angemessener Finanzierung. Das heißt, es gibt einen verpflichtenden Beitrag für das Land, aber es gibt nur eine angemessene Finanzierung, also offen gelassen, was angemessen ist für die Kommunen. Und das ist das erste Problem an dem Gesetzentwurf. Das zweite Problem an dem Gesetzentwurf ist, dass die Drittelfinanzierung, die klingt ja erst einmal total eingängig, insbesondere für diejenigen, die mit Musikschulen und deren Finanzierung noch nicht so viel zu tun hatten. Das klingt ja erst einmal sinnvoll, wenn das eine Gemeinschaftsaufgabe ist zwischen Land, zwischen Kommunen und zwischen den Musikschulen, dann könnte man das doch dritteln. Jetzt schauen wir doch auch einmal aufs Bundesgebiet, wie es wirklich ist. Wir nehmen Bayern und Baden-Württemberg. Das sind, glaube ich, die Bundesländer, wo alle uns einig sind, traditionell gewachsen. Das sind Vorbildländer, keine Frage. Aber welche Anteile haben die denn in der Frage der insgesamten Förderung? 8,8% und 10%. Das sind die Anteile bei den Ländern, die sehr viel ein höheres Volumen haben. Jetzt gehen wir, wo ist der höchste Prozentsatz? Brandenburg hat 15%, hat eine viel niedrigere Summe, aber hat einen höheren Anteil des Landes. 15%. Sie wollen auf 33%. Das gibt es nirgendwo in der Bundesrepublik. Und Sie machen hier wirklich Ziele, die sind nicht mehr im realistischen Bereich. Und das ist jetzt der Bereich der Anteile, ja? 33% versus im Schnitt, also habe ich gerade genannt. Und dann die absolute Steigerung. Was Sie fordern, ist eine Versiebenfachung der Mittel. Eine Versiebenfachung der Mittel in 10 Jahren. In dieser Legislaturperiode 180% Steigerung. So gern ich diese Mittel hätte und sie einfach verausgaben könnte, wir müssen doch über realistische Maßstäbe reden, was wir wirklich tun können. Das ist nämlich verdammt schwierig, erst einmal zu einer Verdoppelung dieser Mittel zu kommen. Und ein anderer Punkt, den ich auch wichtig finde, ist, dass wir uns schon noch ehrlich unterhalten müssen, dass wir in Hessen eine besondere Trägerstruktur haben. Und ich sage mal in Klammern besonders schwierige Trägerstruktur. Es ist richtig, dass wir in einigen von den Musikschulen schwierige Beschäftigungsverhältnisse haben. Da haben wir Probleme. Aber woran liegt denn das? Sie haben es sehr stark mit verknüpft mit der Landesförderung. Das ist aber tatsächlich gar nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist die Frage, dass bundesweit die meisten Musikschulen in öffentlicher Trägerschaft der Kommunen liegen und dass in Hessen die meisten in Vereinen organisiert sind. Das ist traditionell so gewachsen. Wenn wir die beste Lösung wäre, sie würden entsprechend kommunalisiert werden. Jetzt ist es, das würde die Linke sofort Ja sagen. Ich erkenne eindeutig an, dass die SPD sich für einen Weg entschieden hat, zu sagen, ist das gerade möglich, alle zu kommunalisieren? Das wird wahrscheinlich mit den Kommunen eine deutliche Herausforderung. Deswegen haben Sie sich auch entschieden, in Ihrem Gesetzentwurf, dass Sie eher über Mindestanforderungen gehen wollen und die verschiedenen Trägerstrukturen bleiben lassen wollen. Das ist ein Weg, der ist pragmatisch, den kann ich nachvollziehen. Aber wir müssen uns schon über eine Sache einig sein. Wo ist die Ursache dafür, dass wir im Moment eine solche schwierige Konstellation haben, insbesondere auch für die Lehrkräfte? Das liegt daran, dass sie eben außertariflich entsprechend geregelt sind und daran, dass es andere Strukturen sind. Und insofern ist aus unserer Sicht
die ganz wesentliche Lösung, dass wir gemeinsam mit den Kommunen an einer Lösung arbeiten. Und genau das tun wir. Wir haben Gespräche aufgenommen mit dem Städtetag, mit dem Landesverband für Musikschulen, um genau über diese Frage zu reden. Wie kann man denn gemeinsam nach vorne kommen, sodass die Kommunen ihren Anteil erhöhen, sodass das Land den Anteil entsprechend weiter mit erhöht und dass wir auch bessere Bedingungen schaffen. Das ist die Idee. Und sie ist Corona-bedingt. Das muss ich einfach auch schlicht zugeben. Wir hatten in den letzten Monaten, können Sie sich vielleicht vorstellen, im Kulturbereich auch einige andere Aufgaben. Ist das einfach nach hinten gerutscht, weil das Thema sowohl für die Kommunen als auch für das Land nicht mehr möglich war. Wir hatten eigentlich einen runden Tisch für 2020 vorgesehen. Das machen wir Anfang 2021. Aber wir sind an dem Thema dran. Denn ich glaube, dafür braucht es kein Gesetz, sondern es braucht vor allem eine gute Vereinbarung zwischen Land und Kommunen. Das nehmen wir uns vor. Das wird schwierig genug. Aber wir halten die Maßstäbe realistisch, weil am Ende es hilft nichts, etwas Großes als Karotte vorne dran zu hängen, an das man nie rankommt. Wir wollen es Stück für Stück strukturell stärken. Danke schön. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit sind wir am Ende der Aussprache zur ersten Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs 20/4221, den wir an den WKA überweisen.